Ja, und wir können uns noch immer nicht schützen. Aber diesmal verfolgen sie uns, glaube ich, nicht. Diesmal seht ihr den Schatten schon vorher. Aber die können euch noch im Rollen treffen. Na, wen kümmert sich? Ich laufe einfach jetzt gerade aus. Oh Mist, die Skulltulas sind noch hier. Na los, na los, na los, na los. Wo kommt der her? Stirb! Oh Mist. Du kannst mich mal. Der Skulltula, wieso ist der hier? Ich dachte, der wäre weiter vorne, weiter hier oben. Ah, geschafft. Ah, ich habe doch gesagt, so knapp 30 Sekunden haben wir noch. Yeah. Du bringst die Augentropfen. Du bist meine Rettung. Ich werde sie gleich ausprobieren. Oh. Wow. Unglaublich. Grandios. Ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder schmieden. Hier, nimm dies und schau. Ein paar Tagen wieder vorbei. Noch einige Tage. Gut. Gut Ding will Weile haben. Gedulde dich nur. So. Und das war's mit dem ganzen Herumhandeln. Mit dem, um das Schwert zu bekommen. Jetzt das Einzige, was wir machen müssen, ist erst nur das Zeitlied ein paar Mal zu spielen. Als allererstes haben wir ja von der Hühnerfrau da das normale Hühnchen bekommen, womit wir Talon aufgeweckt haben. Um dies überhaupt zu ermöglichen, müsst ihr dieses Hühnerspiel als kleiner Junge machen. Also ihr alle Hühner bringen, um die Flasche zu kriegen. Weil andernfalls würde sie nicht sagen, dass ihr gutes Händchen mit Hühnern habt. Also, das Hühnchen, ich erkläre die Reihenfolge, wie das geht. Das Hühnerspiel als kleiner Junge machen. Nein, der ist jetzt noch nicht fertig. Das Hühnerspiel als kleiner Junge machen. Wenn das gemacht ist und ihr als Erwachsener dahin geht, gibt sie euch das weiße Huhn. Damit weckt ihr Talon in Kakariko auf. Der ist in ihrem Haus. Bei der großen Treppe. Wenn das erledigt ist, geht ihr wieder zu ihr und zeigt ihr das Huhn, das weiße Huhn. Also erstmal bekommt ihr das Huhn als Ei von ihr, dann schlüpft es, damit weckt ihr Talon auf im Haus, bei der Treppe. Dann geht ihr wieder zu ihr und zeigt das Huhn. Wenn das gemacht ist, gibt sie euch Henny. Mit Henny geht ihr in den vergessenen Wald zu diesem einen Baumstumpf, wo der Bruder von ihr ist. Wenn das erledigt ist, ich mache noch einmal Tag und Nacht, vielleicht reicht das eigentlich schon. Gibt er euch einen Pilz. Mit dem Pilz geht ihr zur Hexe nach Kakariko. Die gibt euch die Medizin. Mit der Medizin geht ihr wieder in den vergessenen Wald zum Bruder. Aber der ist dann weg. Da ist dann nur noch ein Kokiri-Mädchen da. Sie gibt euch die Säge. Mit der Säge werdet ihr auf der Hylianischen Steppe Richtung Westen gehen. Im Westen ist die Gerudo-Wüste, also der Weg zur Gerudo-Wüste. Die Brücke ist kaputt. Ihr müsst darauf achten, dass ihr Epona habt. Das ist wichtig. Also müsst ihr auch als kleiner Junge Epona am Anfang holen, so wie ich das gemacht habe. Nachdem das erledigt ist, ich rede gleich mit Goron. Nachdem das erledigt ist mit Epona, müsst ihr, also kleiner Junge, als kleiner Junge Eponas Lied holen. Müsst ihr, wenn ihr nicht mehr weiß, wie es geht, guckt euch die allerersten Parts an. Da ist es ja drauf. Ich glaube, Part 7, 8, ich weiß es nicht. Mit Epona springt ihr über die kaputte Brücke. Dort gebt ihr die Säge dem alten Typen. Nachdem ihr die Säge habt, bekommt ihr die zerbrochene Klinge. Die Klinge zeigt dir Big Goron. In dem Moment hat er schon
benötigt er jetzt schon die Augentropfen, weil wenn ihr vorher hier kommt, dann benötigt er keine. Also ihr müsst diesen Handel machen, diesen Handelsweg, um damit er diesen Staub vom Vulkan hier in die Augen bekommt. So, danach fragt euch, ob ihr ihm die Augentropfen bringen könnt. Dafür gibt er euch für die Klinge, die ihr ihm gibt, diese zerbrochene, das Rezept. Das Rezept müsst ihr König Zora geben. Da er in Eis steckt, müsst ihr erstmal diesen Dungeon machen. Ich würde euch raten, macht ihn auch ruhig zu Ende. Da gibt es ja mehrere Herzteile und die Eisenstiefel. Und im See dort wo Lord Jabu Jabu ist, als erwachsener Link, findet ihr einmal ganz unten im See ein Herzteil und ganz oben auf den Eis, auf den Gletschern, die da rumtreiben auf dem Wasser. So. Nachdem ihr dann... Aber ihr müsst bedenken, ihr braucht... Nehmt euch ein Feuer im Glas mit, um Lord Jabu Jabu vom Eis zu befreien. Wenn ihr das gemacht habt, zeigt ihr das Rezept, nicht Lord Jabu Jabu vom Eis befreien, den König Zora vom Eis befreien. Wenn ihr das gemacht habt, zeigt ihr König Zora das Rezept. Er gibt euch den Glotzfrosch. Damit könnt ihr dann zum Hyliersee zum Forscher gehen. So, nochmal zu König Zora. Ihr könnt auch meinetwegen eine zweite Flasche mit Feuer nehmen, also zwei Flaschen, und wie ich den Zora-Shop noch freischmelzen. Aber das ist, da müsst ihr eigentlich fast nie hin. Ja, habe ich nur so gemacht, weil ich noch das Feuer hatte. So, nachdem ihr den Glotzfrosch dem Forscher im See gegeben habt, gibt er euch die Augentropfen. Und mit den Augentropfen klettert ihr hier hoch. Also ihr könnt einmal den Weg nehmen oder ihr benutzt, geht vorher nicht hier hoch, sondern über unten durch Goronia und kommt da im Tempel, also da irgendwie im Vulkan irgendwo raus und dann klettert ihr hier hoch. Es geht beides. So, dann zeigt ihr ihn, dann gibt ihr ihm die Augentropfen. Nachdem das erledigt ist, gibt ihr euch dieses Stück Papier. Mit dem Bild von einem Schwert drauf und einer irgendwelchen Inschrift. So, das ist erledigt und dann spielt ihr so 6-mal die Hymne der Sonne oder vielleicht ein bisschen mehr, wenn ihr Lust habt, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich glaube, 6-mal reicht. Also 3-mal Tag, 3-mal Nacht. Und dann ist das Schwert fertig und das werde ich euch hier zeigen. So. Und da hört ihr es. Hier ist es endlich. Unser Big Goron-Schwert. Diese Klinge ist unzerbrechlich. Wir hätten noch eine von dem unten bekommen, aber die wird zerbrochen. Nach ein paar Schlägen. Und diese Waffe werde ich ab jetzt behalten. Ich habe das noch nie so gemacht, dass ich gleich am Anfang, wenn Link erwachsen ist, mir diese Klinge hier hole. Als kleiner Junge hat mir dieses Brotmesser hier, Kokiri-Schwert und so ein Holzschild. Das konnte er mit beiden Händen konnte er eins tragen. Linke Hand Schwert, rechte Hand Schild. Wenn wir dann Hylia-Schild gekauft hätten, ja, habe ich glaube ich erwähnt, würde er das mit zwei Händen Schild nicht tragen können. Dann würde er, wenn er abwenden würde, sich ducken. So, er kann mit dem Schwert auch kein Schild tragen. Wenn ich abwehren würde, würde er sich jetzt auch ducken. Aber das brauchen wir nicht. Das Schwert ist schon heftig. Wie er das Schwert hält, sieht schon geil aus. So. Das Schwert haben wir. Was wir noch machen werden... ach ja. Jetzt liegt es an euch. Ich werde erstmal... Ich werde dieses Spiel... Erstmal, ich werde es nicht pausieren. So, ich werde erstmal die Folgen rendern. Dann werde ich sie hochladen, höchstwahrscheinlich wieder am Wochenende. Wenn das erledigt ist, warte ich ab in der Woche oder wann auch immer, wann der allererste Kommentar dazu kommt, welchen Tempel ich anfangen soll. Ob es jetzt wieder Wald, Feuer oder Wasser sein soll. Das könnt ihr entscheiden. Nachdem ich den ersten Kommentar bekommen habe, gucke ich, welcher Tag das war. Und dann warte ich bis zum Wochenende. Das kommende Wochenende.
und fang an zu zählen, welche wie ihr entschieden habt, ob Feuer, Feuer, Wasser oder Wald. Aber wenn zum Beispiel, wenn ihr jetzt Dienstag, wenn ich Dienstag einen Kommentar finde, an einem Dienstag einen Kommentar finde, ja, ich möchte gerne, dass du am Feuertempel anfängst, dann warte ich bis den Sonntag, wie ob weitere Kommentare kommen. Wenn nicht, also dann werde ich zählen, wie die Mehrheit ist. Wie, also wenn nicht, könnt ihr jetzt erstmal vergessen. Also Dienstag kommt der Kommentar und dann bis Sonntag warte ich ab, wie viele noch kommen. Und dann die Mehrheit gewinnt. Aber ich weiß nicht, vielleicht wenn ich keine Zeit habe, warte ich vielleicht dann noch eine Woche. Aber so lange werde ich dann hier warten. Ja, so lange werde ich warten. Bis ich hier, bis ich weitermache. Ich werde euch dann genau an dieser Stelle hier wieder treffen. Ich habe hier alle drei Lieder vom Wald-, Feuer- und Wassertempel. Und ich kann mich dann direkt hin teleportieren. Also Leute, viel Spaß beim Wählen. Ich werde dann innerhalb von 1 bis 2 Wochen dann mich entscheiden, also nicht entscheiden, ich werde dann innerhalb von 1 bis 2 Wochen dann auswerten, welche die Mehrheit haben, also die Kommentare, welcher Tempel gewonnen hat und mit dem beginnen. Der Tempel, der die zweitmeisten Stimmen hat, der wird als zweites abgeschlossen und dann der dritte. Den vierten und fünften mache ich dann nach der Reihenfolge. Oder kann ich auch den fünften machen? Ne, ich könnte auch den fünften machen ohne den vierten. Dann könnte ich auch überspringen. Dann könntet ihr auch da wählen. So. Ich sag das jetzt. Ihr werdet erstmal. Boah, ich rede so viel. Sorry, Leute, aber. Ihr könnt zwischen den drei wählen: Wald, Feuer, Wasser. Und dann könnt ihr nochmal wählen zwischen der Wüste und also der Tempel, der sich in der Wüste befindet und der Tempel des Todes oder irgendwas, warum damit Tod. Dann entscheidet euch noch zwischen den beiden. Dann wird auch dort die Mehrheit gewinnen. Also, wählt zweimal, schreibt in den Kommentar die Reihenfolge, in der ihr sie gern haben wollt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne zuerst Feuer haben, dann möchte ich den Wassertempel und dann den Waldtempel. Und für die zweite Abstimmung möchte ich gerne den Wüstentempel haben und dann den Todestempel. Und ich werde jede Stimme zählen, jede, egal in welcher Reihenfolge. Also, ich werde auch darauf achten, in welcher Reihenfolge ihr sie auch haben wollt. Oder wenn der andere sagt, ja, ich möchte aber eher, dass du mit dem Waldtempel anfängst und dann Feuer und dann Wasser. Und dann möchte ich eher, dass du mit den Todestempel anfängst und dann die Wüste. Und dann will ich das auch zählen. Ich werde jede einzelne Stimme zählen und dann die Mehrheit, welche Reihenfolge die meisten Stimmen hat. Oder wenn auch nur einzelne wählen. Also wenn einer sagt, ja, ich möchte, dass du als erstes nur den Feuertempel machst, das zähle ich auch. Ich zähle alles mit. Okay, es war sehr viel Gerede. Es war sehr, sehr viel Gerede. Aber es soll klar sein für jeden. Ich warte erstmal und ihr entscheidet. Es soll ja experimentiert werden. Das war's jetzt erstmal. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt nur einmal hier abspeichern. So, das ist erledigt. Also dann Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.